deutlich besser als die meisten Burger in einem Restaurant. Das kann ich sagen. Deutlich besser. Verstehe nicht, was manche Gastronomen machen. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge. Bevor wir anfangen jetzt mit irgendwas, knallt mir die Kommentare voll, bitte. Und beantwortet mir die Frage, welche Brille sieht besser aus? Soll ich sie in die Tonne knallen, die neue Brille, oder nehme ich wieder die alte? Oder gefällt euch die neue besser? Bitte alt oder neu in die Kommentare. Da würde ich mich drüber freuen. Spaß beiseite jetzt natürlich. Haut mir gerne bitte trotzdem Kommentare voll mit neuen Stationen, neuen Anlaufstellen, was ich essen soll. Burger, Döner, Pizza, alles. Haut's rein. Und um die Kommentare mal wieder anzukurbeln, die in letzter Zeit ein bisschen runtergegangen sind, 50 Euro einfach random hau ich an irgendjemand rein, fixiere ich in den Kommentaren. 50 Euro Amazon-Gutschein. Genau, und jetzt geht's los. Oh, scheiße. Ich habe die Feuerwehr zugeparkt. Oh, ich kann gar nicht richtig gucken durch die Brille, Mann. Irgendwas stimmt hier nicht. Also, worum geht's in dieser Folge? Wir werden Burger-Battle machen. Max und der gute Fitness-Oscar werden für mich Burger brutzeln. Max ist natürlich jetzt, sage ich mal, von seiner Reichweite und so, dass man sagt so, oh, boom, und der macht ja nur Essen. Und Oscar hat oder bringt ein Burgerbuch raus, hat sich komplett spezialisiert. Und deshalb habe ich keinen Plan, wer das Ding macht. Ich werde beide so bewerten, als würde ich ein Restaurant bewerten. Mit in die Burger-Rangliste, mit rein. Ich bin übelst gespannt, Mann. Haut mir die Kommentare voll mit allem. Auch wie euch das gefallen hat, dieses Format hin und her wechseln. Bleiblub, werdet ihr sehen, was ich meine. Eure neuen... Oh Mann, du! Eure Empfehlung natürlich. Alles rein. Dieses Format lebt von euren Kommentaren, euren Mitwirken, euren Ideen. So, und jetzt geht's zu Fitness, Oscar. So, Oscar, wir sind jetzt am Start. Ja, was, ne? Geht ab? Ja. Grüß dich. Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja, auch. Willkommen auch. Bei mir zu Hause. Guck mal, Oscar, ne? Jetzt schon mal, du hast bestimmt ein bisschen Arschwasser, oder? Sei ehrlich. Ja, also ich mach den Burger, der mein Leben verändert hat. Aha. Aber hat er echt dein Leben verändert? Wirklich, ja. Weil er so einfach ist und trotzdem der beste Burger der Welt. Ja. Einfach kompakt und alles harmoniert so gut. Du wirst es sehen. Geil, dann würde ich sagen, starten wir so direkt voll los. Ich stelle gleich noch ein, zwei Fragen. Ja. Was heißt eigentlich, ich laber schon wieder Scheiße. Also wir legen einfach los, ich stelle ganz viele Fragen. Okay. Und dann gucken wir mal, ob das schmeckt. Ne? Also ich bin auch selbstsicher, weil jeder hat den 10 von 10 gegeben bis jetzt. Ehrlich? Ja. Machst du deine Burger Buns selber? Warum schwer, wenn es auch einfach geht. Und ich finde die einfachen gekauften sogar besser. Die hier entweder von Edeka oder von Rewe, Brioche Buns. Aber der wird so einfach, dass jeder von euch den nachmachen kann. Und ich werde dich trotzdem überzeugen, auch wenn die gekauft sind. Selbstgemacht ist natürlich immer eine Schippe drauf, aber... Ganz oben steht der Geschmack und das werden wir jetzt sehen. Mhm. Als Hackfleisch habe ich Rinder, Bio-Hackfleisch, Kerrygold, irische Butter kann ich sehr empfehlen. Das sind die Zutaten für die Soße. Heinz Ketchup, Hellmanns Mayonnaise aus Freilandeiern, das ist das Wichtige. Dann Senf, und zwar kann ich Hotdog-Senf empfehlen, weil er süßlich ist. Dann ein Tipp ist Worcester Soße, die macht die Soße richtig würzig. Und für die leichte Schärfe, Sriracha, da... Ich weiß nicht, wie scharf du es magst. So, und dann noch zwei Zutaten für die Soße. Gurken, saure Gurken, feingeschnitten mit ganz feingeschnittenen Zwiebeln nochmal in die Soße. Und das gibt der Soße dieses gewisse etwas, dieses Big Mac Soßenmäßige Crunch, säuerliche. Das wird so perfekt harmonieren mit dem Käse. Eierkäse, da sind wir noch nicht drauf eingegangen. Ja. Den räudigen Burger-Spesskäse. Den gibt es nur bei Edeka. Und jeder, der meine Burger bis jetzt nachgemacht hat, hat es noch nicht geschafft, den richtig nachzumachen, weil jeder nimmt den falschen Käse. Okay, Oscar, ich bin gespannt. Wir switchen jetzt einmal zu Max rüber, gucken, was der jetzt in der Zeit macht und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Ganz kurz Werbung dabei. HelloFresh, der Sponsor zur heutigen Folge. Ihr wisst, wer mich kennt, weiß, Kochen ist meine Leidenschaft. Außerhalb jetzt von YouTube auch bei Twitch. Ich koche mit Herz und mit Seele und ich finde, Kochen stirbt aus, einfach weil wir wenig Zeit haben, weil wir gestresst sind, weil wir nicht mehr einkaufen wollen. Und ja, Kochen ist einfach Herzensangelegenheit. Anstatt eine Serie zu gucken, abends hinstellen mit Freundin, alleine, egal. Und Kochen ist aber daran, dass wir es nicht schaffen, einzukaufen, zu faul sind. Und die Bequemlichkeit. So, und ihr kriegt das vor die Haustür geliefert. Ihr könnt nehmen, türkisch, indisch, Thai, deutsch, egal was. Ihr kocht auch mal was anderes. So, kriegt es vor die Haustür geliefert. Könnt ihr mit dem Code HFHOLLE bis zu 80 Euro sparen auf die ersten 4 Boxen, je nach Boxgröße. In Deutschland, Österreich, kostenloser Versand auf die erste Bestellung. In der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken aufgeteilt auf die ersten 4 Boxen. Ich habe das letzte Mal Thai mit meiner Freundin zusammen gekocht. So, und es ist im Kühlschrank, du kochst es. Und es ist so wichtig, das Ganze in der Videobeschreibung. Da, wie gesagt, Code HFHOLLE. Ihr könnt abbestellen, wann ihr wollt. Und ihr könnt auch pausieren. Ihr wisst, nächste Woche Urlaub, pausieren, fertig, kein Problem. Checkt es aus, ihr habt nichts zu verlieren. Einmal bestellen, ihr merkt, ihr kocht wieder, es schmeckt, es bringt Spaß, ihr fühlt euch besser. So, und weiter geht's im Video. Also Leute, wir sind am Start bei Max. Grüß dich. Ne? Hi. Du wirst direkt im Battle gegen den Fitness-Oscar antreten. Hm.
eigentlich ist es ja gar nicht so deine Paradedisziplin, so, ne? Voll nicht, ja. Also ich habe ein Burgerrezept, das liebe ich über alles. Smashburger, Ketchup, Mayo, Fleisch, Käse, Burgerbun. Ja. Fertig. Ja, wir haben hier alles mögliche am Start. Ja. Das finde ich so interessant. Fitness-Oscar ist ja bekannt für seine Burger. Ja. Und wenn du ihn jetzt platt machst, das wäre natürlich richtig heftig. Ich habe weniger zu verlieren auf jeden Fall, aber trotzdem, ich glaube, die Leute wollen auch von mir was Ordentliches sehen. Aha. Deshalb habe ich mir auch gedacht, ich mache die Burger-Buns selbst. Ja. Brioche-Burger-Buns. Ich glaube, wer keinen Brioche macht, hat schon verloren. Aber das Rezept ist super, das machen wir jetzt. Okay, wir legen mal los. Und zwar besteht dieser Teig aus einer Tangsong. Das ist quasi ein Quellteig, ein Quellstück. Das macht man, indem man ein wenig Milch, ein wenig Wasser und ein wenig Mehl zusammengibt und das Ganze verrührt. Das ist alles ganz flüssig, ne? Jetzt passiert die Magie. Wir geben das auf den Herd und aus. Das ist das Quellstück. Für die Hefe machen wir Milch warm. Und das sieht auch schon total cool aus irgendwie so, oder? Das sieht aus wie Pudding. So, lauwarm. Schon fast ein bisschen zu warm, wenn du mal fühlst. Ich lasse besser noch ein bisschen zoomen. So, hier drüben haben wir 300 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 7 Gramm Salz. Ein bisschen vermengen, um den Knethaken ein bisschen Arbeit abzunehmen. Die sollte jetzt auch langsam eine gute Temperatur haben. Noch jetzt Folgendes, einfach mal in kaltes Wasser. Die muss halt aktiviert werden. Die Hefe sind ja Bakterien. Zu heiß, es stirbt die Hefe. Du hast es deutlich einfacher, wenn es eine gute Temperatur hat. Ja, da kommt irgendwie Erfahrung auch, ne? Ja, klar. Guck mal, das fühlt sich jetzt auch total lustig an, wenn du einmal drauf packst. Fühlt sich genauso an wie auf meiner afrikanischen Foodtour. Gerade habe ich eine Afrikaner. Ja, Fufu zum Beispiel. So, unser Quellstück. Guck mal, die Maschine arbeitet hier richtig. Das ist echt Maschine. Zack, ein Ei dazu. Und ein Eigelb. Deshalb meine ich auch vorhin, Max, wirklich, der macht hier das nebenbei das, dann ist der Tisch wieder sauber, er bereitet schon die Sachen vor, ich habe die Kamera noch nicht mal draußen, also echt krass, Mann. Es ist schon auch viel Arbeit immer hinter den Videos. Ich bin auch der Schätzboss, ich sage, das sind jetzt 42 Gramm. Ach, guck mal, wie schön das hier aussieht. Aber da kommt jetzt dann noch Butter rein, ne? Genau, da kommt jetzt gleich die Butter rein. Und wir stellen nochmal an. Die wird jetzt auch noch reingeknetet. Fitness-Oscar muss ich warm anziehen, Max. Oh, das riecht wie Keksteig, Max, Mann. So, der Teig ist gut durchgeknetet. Dann muss er eigentlich gar nicht viel machen, sondern ich tue ihn gleich in eine Schüssel zum Gehen. Was heißt das? Dampfproofing, das ist aber nicht Dampfkanne. So, jetzt habe ich dich auch. Gärfunktion, Gärfunktion. Genau, also Teig gehen lassen quasi. Ja, man weiß, ich kann kein Englisch. Ne? Also, ich kann natürlich sehr gut Englisch so im Alltag, ne? Mich mit Leuten verständigen. Nein, auch das kann ich nicht sehr gut. Wir haben den billigen Käse. Der ist so wie der Klebstoff, so wie die Geheimwaffe der USA. Ja. Packen wir uns das Ganze. Da haben wir unseren Teig. Man soll ihn jetzt einfach nur ein bisschen nach innen falten. Damit man quasi eine schöne Kugel hat. Boah, genau das macht man bei Pizza ja auch. Und dann sieht das immer so geil geschmeidig aus. So, zack. Legst jetzt ein bisschen auf das Mehl. Das ist jetzt Backtransfer, weil ich halt einfach so chillig, einfach einmal zack. Fett. Ah, und das ist jetzt eingefettet einfach. Genau. Sieht ja nicht schön aus. Ja. Legen wir rein. So, und jetzt mache ich hier einmal nass. Lege ich das so hier drüber. Und so kommt es jetzt bei dieser Dough-Proofing-Funktion für 1,5 Stunden in den Ofen. Okay. Eric, machst du gerade groß oder? Darf ich reinkommen? Ja, jetzt ja. Boah, hast du groß gemacht oder klein? Nein, nicht. Klein. Spinne, er hat Dampf abgelassen. Pass auf, Leute, wir müssen jetzt warten, bis das Brot zu Ende gegärt ist. Das dauert mächtig lange. Also jetzt geht's nochmal zu Oscar erstmal. Oscar, nimmst du es genau mit den Rezepten oder machst du auch mal ein bisschen Pi mal Daumen so? Ich mach auch oft mit Auge, aber ich mach's auch zum Nachmachen. Ja. In der Einfachheit liegt die Genialität. Leicht zum Nachmachen, easy, schnell. Gucken wir, was das wird, ne? Es ist wichtig, das Timing beim Burger machen. Also fangen wir mit der Soße an und zwar mit den sauren Gurken. Wir nehmen einfach die ganze, weil das ist echt das Besondere an der Soße. Mandy ist übrigens auch am Start. Grüß dich, Mandy. Hallo. Na, was sagst du zu Oscars Burger? Denkst du, er wird den Max schlagen bei dem Burger Battle? Ich glaube, es wird schwer sein. Max ist ja auch so ein bisschen auf Burger spezialisiert, aber ich muss schon sagen, Oscar macht die Burger echt gut. Eine Sache, die mich noch überrascht hat, dann wusstet ihr, wie klein Mandy überhaupt ist. Hey. Guck mal hier. Mandy, bist du da? Ich wusste gar nicht, dass du so groß bist. Man tut, was man kann, ja. Hier, guck mal, Mandy hat auch 2 Bücher geschrieben, sehe ich hier gerade, ne? Ja. Oh, kochen mit Liebe, kochen mit Freude. Cool. Zwiebeln ganz fein schneiden, so fein ihr könnt. Ganz feini. Das kann ich euch jetzt nicht in Gramm sagen, aber einfach eine halbe kleine Zwiebel und eine mittlere saure Gurke fein geschnitten. Das ist die Base von der Soße. Okay, gut, schauen wir mal, was der Max macht. Zurück zu Max. Nari? Oder? 3 Tage Vorlauf.
Die Frauen telefonieren hier nebenan. Wir scheißen drauf. Wir werden jetzt weiter Burger machen. Und was ist jetzt der nächste Schritt, Max? Gucken nochmal an das Ganze. Oh, ja. Er ist schon zu hoch gegangen. Aber ja, ja. Guck dir das mal an. Wir schlagen ihn einmal runter. Das muss man so machen. Ne? Das muss man so machen. Jetzt haben wir wirklich einen schönen klebrigen Teig. Wir mehlen jetzt hier mal die Arbeitsfläche. Mhm. Und er kommt. Schön eingelegt von Sally, ne? Sonst hätte das so nicht funktioniert. Ganz genau. Darf ich auch mal einmal streichen? Bitte, ja, komm, gib ihm. Guck mal, wie fluffig das ist. Oh, warm. Schön warm, ja, ne? Ja. Oh. Den teile ich jetzt in 6 gleich große Stücke. Also erstmal der Mitte nach. Das ist gut. Was für Mehl hast du nochmal benutzt, Max? Ganz normales Brotmehl, also Weißmehl. 450. Ein kleines Härchen drin, das können wir natürlich nicht. Oh, ist das nicht, dass mir? Ich das, ist nee, das nee, nicht, dass ich dann am Ende noch einen Abzug bekomme. Ja, dann heißt, ich habe Haare gefunden im Essen. Ja. So, und jetzt, wir nehmen unseren Teig und falten ihn immer wieder nach innen. Und dann jetzt haben wir natürlich so eine leicht mehlige Oberfläche. Das sieht mir aus wie eine kleine Wolke. Und wenn das diese kleine Wolke ist, die ich gerade im Kopf habe, so wisst ihr, dann wird das traumhaft. Ich mache auch kein Sesam drauf, kein nichts. Ich auch kein Ei oder so mit Ei bestreichen? Doch, also klar, mit Butter und Ei. Butter und Ei, ne? Also ich muss sagen, man sieht schon, der Mann hat Ahnung von dem, was er macht. Da sind die 6 schönen Stückchen. Jetzt kommt der Deckel drauf. Nochmal 1,5 Stunden. Und okay. Ich stelle die jetzt, ganz wichtig für das Rezept, auch die Fußbodenheizung. Gut, dann zischen wir jetzt rüber zum guten Fitness-Oscar. So, wir sind wieder zurück. Wir nehmen 50 Gramm Mayo. Genauso viel Ketchup, auch 50 Gramm. Mhm. Big Mac-Style, sagst du, ne? Ja. Mhm. So, von den Senf nehmen wir die Hälfte Ketchup und Mayo. Also in dem Fall 25 Gramm. Okay. Hotdog-Senf. Und die Salz hat er hier auch am Start. Mhm. Die Racha, das ist je nach Bedarf. Mhm. Hier nehme ich 5 Gramm, weil du es bist. Und die erste Geheimzutat, ich habe die jetzt von Rewe. Diese Soße macht diese Soße amerikanisch. 10 Gramm Worcester Soße. So, das ist meine perfekte Burger-Soße. Sieht echt auch so ein bisschen wie Big Mac-Soße aus. Das kann Max safe nicht toppen. Ja, da bin ich gespannt. Wir gucken mal zu Max rüber, was der jetzt wieder macht. Okay. So, Max, auf der Fußbodenheizung Zwischenergebnis? Ganz genau. Gucken wir mal rein. Wow. Ja, ja, ja. Schöne Burger-Buns. Okay. Es gibt Smash-Burger. Ja, klar. Smash-Burger per Definition ist ja, wenn du auf einem heißen, auf einer heißen gusseisernen Platte den Burger platt drückst, eine Kugel. Statt einer geformten Bulette machst du eine Kugel, drückst sie platt und auf der heißen Platte bilden sich dann Kruste, Röstaromen. Und genau das ist das Ziel für heute. Schluck Milch und einen ganzen Ei. Dann vermischen wir das Ganze. Es gibt diese Bräune dann quasi nochmal extra an die Burger-Buns dran. Auf jeden Fall jetzt zügig alles bestreichen. Guck mal, teilweise ein bisschen viel, aber das ist auch nicht so schlimm. Das kann man am Ende einfach abbrechen. Backofen auf, mittleres Blech. Rein mit dem Lachs. 16 Minuten. Jetzt habe ich es nicht mehr in der Hand. Ich glaube, es schwenkt nochmal zum Oscar rüber. Mal gucken, was da gibt. So, back in business bei Oscar. Oscar, wie geht's mit dem Gemütszustand? Wird langsam hier ein bisschen kritisch bei dir? Ich darf mich nicht ablenken lassen, was Max gemacht hat. Nee. Ich muss selber einfach Gas geben und ich bin ja auch überzeugt. Aber wir checken mal eben, machen kurz den Arschwasser-Messstand. Ist schon Arschwasser zu sehen? Nee, ist alles noch am Start. Okay, dann geht's jetzt zu den Burger-Buns. Brioche, die schmecken butterig, süß. Mhm. Und mit den Buns müsst ihr umgehen wie mit eurem Baby. Sobald ihr die kauft, dürfen die nicht mehr so richtig angefasst werden. Im Korb, Einkaufskorb immer ganz oben. Das ist mit Leidenschaft eine Ansage und das brauche ich. Da steckt Leidenschaft hinter, ne? Ja, ich mache auch Burger mit Leidenschaft, weil es ist mein Lieblingsessen. Also wir machen Kerrygold irische Butter in die Pfanne. Die ist halt so Qualitätsbutter. Und dann kommt das hier so auf die Butter und wird von innen angebraten. Dann haust du die nicht in den Ofen, die müsstest du wirklich nur in die Pfanne. Nur in die Pfanne. Okay. Du holst sie raus und direkt das Fleisch rein, ne? Ja. Okay, genau. Krass, das geht ja bei dir schnell. Müssen wir nochmal zu Max rüber wechseln. Ist da das Fleisch drin? Da ist das Fleisch drin. 50% Sirloin, 25% Brisket, also Rinderbrust, und 25% Short Rib, also Querrippe. Darum geht's hier halt. Ah, richtig viel Fett. Das kommt alles guter rein, Burger braucht viel Fett. Wir schneiden das, um dem Fleischwolf ein bisschen zu helfen, in kleine Stücke. Grobwolfen ist auf jeden Fall genau das, was man machen will bei einem Smash-Burger. Ja. Der Burger also wird an den Enden so fransig. Komm mal rein, Mann. Los geht's. Donner rein in den Shit hier. Aber guck mal, siehst du, wie grob das hier rauskommt? Ja. Das ist genau das, was ich will. Und dann sieht man das richtig schön, das Fett, wie das durch. Nach Gefühl wechsle ich das auch die ganze Zeit so ein bisschen ab. Boah, es sieht aus wie beim Bäcker. Ich liebe das, wenn das so zusammenklebt. Boah, an was erinnert dich das Geräusch, ne? Er schweigt und genießt das Gentleman. Das ist doch eine schöne Konsistenz, geil, oder? Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ja. Ich werf das nur so durch. Jedes Bällchen hat genau 80 Gramm. Klingelt, Brötchen kommen raus. Okay. Guck mal hier, siehst du das? Oh, die sehen fluffig aus. Mal die Unterseite an. So ein Burger-Bun kriegt man auch im Restaurant selten. Und jetzt formen wir die Base. Mhm.
schon mal Burger probiert bei Max? Immer. Aber heute mit selbstgewölftem Fleisch habe ich auch noch nicht gegessen. Auch noch nicht. Ganz vorsichtig Bällchen. 80 Gramm sollen es werden. Also ich nehme es schon relativ genau. Toleranz von 3 Gramm, würde ich sagen. Ja. Mir fällt es immer schwer, genau nach Rezept, weil ich immer meine, dummerweise es irgendwie besser zu wissen. Und dann wird es nichts. Man muss manchmal wirklich genau nach Rezept arbeiten. Ja. Guck die Babys an hier. Oh, geil. Also der Grill wird schon mal angestellt hier. Oh, der hat hier noch schöne Kräuter da. Oh. Ich leg halt noch mehr Frische im Gegensatz aus. Ja. Oskar kommt jetzt mit TK-Ware. Oskar könnte mich theoretisch holen mit Soße. Ketchup Mayo packe ich nämlich einfach so drauf. Das ist ein scheiß verf***ter Burger. Schneiden. Die Dinger brauchen wir, wie gesagt, gleich zum Platz drücken. Machen wir dann so. Ball hin, Papier drauf und drücken. Okay. Steigt die Aufregung schon langsam? Ja. Ich bin einfach zu krass gespannt. So, unter Umständen switchen wir nochmal. Rüber zu Oskar. Jetzt geht's weiter bei dir. Was holst du jetzt hier? An diese Schublade gehe ich nur, wenn es ernst wird. Da kommt meine schöne Eisengusspfanne zum Einsatz. Oskar, du bist ein Schlingel. Die heizen wir jetzt schön vor, damit wir eine Kruste kriegen. Aber es darf ja nicht drinnen zu zäh sein. Deswegen nur ganz kurz von beiden Seiten. Das riecht, die riechen gut schon mal, die Buns. Vom Timing, einmal hat er jetzt umgedreht, direkt perfekte Bräune. Jetzt kommt direkt auch schon das Fleisch. Ihr merkt, jetzt entsteht hier richtiger Burgerladen-Atmosphäre mit dem Dampf. Ja, Mann. Jetzt nehmen wir das Fleisch, teile das Fleisch hier durch 4. Es hat Raumtemperatur und ich quetsche das nicht zusammen. Das bleibt luftig, damit das Fleisch zart ist und in diese Lücken läuft so ein bisschen der Käse. Wie wichtig ist Raumtemperatur? Du musst das Fleisch mit Liebe behandeln. Ja. Du springst ja auch nicht gern direkt ins kalte Wasser, so, ne? Genau. So ist das, ja, das habe ich geil gesagt. Ja. Pro Patty ungefähr 70 Gramm. Ich mache uns mal ein bisschen mehr, ein bisschen größere. Okay. Also 100 Gramm pro Patty. Jetzt geht's ans Eingemachte. Salz und Pfeffer. Wenn die kaputt gehen, ist das gar nicht schlimm. Das soll so sein. Die werden nachher durch die Käsescheibe zusammengehalten. Okay. Jetzt switch noch ganz schnell einmal zu Max rüber. Oskar. Ich bin Max aus Köln und ich mache bessere Burger als du. Du hast gesagt, du willst, dass das Ding schmeckt, als würdest du einen Block Butter beißen. Ja, ganz genau. Behutsam schneiden wir unseren Sohn auf. Ein Sohn, auf den man stolz ist oder nicht? Ja, man ist stolz. Man liebt ihn. So darf es sein. Guck das an. Meine Philosophie, ich weiß nicht warum, ich mache immer Unterseite Mayo. Und jetzt der gleiche Spaß oben. Sieht doch schon richtig schön aus, oder? Ja, geil. Rein farblich, das ist alles. Zack. Zack. Das kommt von einem Burger-Patty. Drauf. Mit einer weißen Scheibe. Deckel drauf. Genial. Oh, geil. Basic, so wie wir es haben wollten. Nicht viel Tamtam. Der lass uns schnell reinfetzen. Ja. Da sind wir wieder am Start. Fleisch ist fertig. Halbe Minute bis eine von einer Seite. Ihr sollt nicht in so einer beschichteten Pfanne kratzen. Mhm. Nur eine Eisengusspfanne. Okay, da geht das, ne? Ja. Und jetzt kommt eine Scheibe Käse drüber. Schmelzkäse. Herd kann aus. Und wir bestreichen die Buns mit 2 Teelöffel Soße. So ein bisschen verteilen. Ich freue mich, dass du den probieren darfst. Ich bin auch gespannt, Oskar. Boom 1, Boom 2. Ich hoffe, du feierst schönen fleischigen Geschmack. Ihr müsst jetzt den Burger schließen und vollkommen machen. Oh geil, guck dir das jetzt mal an hier. Er sieht schon heftig aus und das ist, was ich gern mag. Oskar Basic. Oh, ich bin gespannt, Oskar, ich bin gespannt. Mann. Wartet, halt ihn mal in die Kamera. Jetzt werde ich mir den genehmigen. Max, dein Burger optisch schon mal, wie ich finde, 1A. Brötchen kannst du kaum besser machen, oben das Bun. Ist einfach nur ein Burger. Zeig mir mal hier diesen. Okay. Ja, das ist gut. Da muss ich mächtig in mich gehen jetzt für die Bewertung gleich. Das Burgerbrötchen ist so weich, so fluffig, dass ich versuche gerade einen Vergleich zu finden. Das isst sich von selbst. Irgendwas verändert mich das gerade. Der Cheese. Ja. Oh. Die sind genauso wie Rosinenbrötchen von der Konsistenz, nur natürlich keine Rosinen drin, logisch. Welche Rolle spielt die Jalapeno? Jetzt nicht keine Angst, jetzt nicht schlecht oder so, aber ohne wäre es glaube ich ein Tick besser gewesen. Wollen wir noch einen machen, doch nochmal ohne Jalapenos. Jetzt auf die Schnelle.
Das erste Feeling, wenn ihr reinbeißt, deutlich besser als die meisten Burger in einem Restaurant. Das kann ich sagen. Deutlich besser. Verstehe nicht, was manche Gastronomen machen. Das ist richtig schön, die grobe Textur. Das hin oder her erstmal, ob die Qualität der Buns gut ist. Die sind butterweich, die sind matschig, so wie ich es sehr gerne mag. Da kannst du geschmacklich wirklich nichts sagen. Das ist echt eine gute Empfehlung. Wechsel nochmal ganz kurz rüber zu Max. Du willst Round 2, hab ich gehört. Ja, Mann, ich will Round 2 unbedingt, Alter. Ich guck grad meine Burgerbewertung, weil ich muss das einordnen, Mann. Ich bin gerade in meinem Film schon wieder. Eigentlich müsste ich mich jetzt 5 Minuten einschließen ins Badezimmer, um zu denken, so, wisst ihr? Geh ins Badezimmer, ich mach deinen zweiten Burger fertig. Ja, komm, ich denk wir, mal ganz wir, kurz. Wir können, wenn du magst, die Zubereitung filmen. Ja, geil, mach das mal kurz, ich muss in mich gehen. Da muss ich richtig scharf nachdenken. Mit anderen Worten, Hunde muss scheißen. Runde 2. Wieder bei Oskar am Start. Die Käseauswahl von Oskar ist besser. Der von Max hat etwas salziger geschmeckt. Er hatte übrigens auch Schmelzkäse und auch den räudigen Billigen. Kann ich gar nicht genau beschreiben im Geschmack, aber er ist deutlich besser von der Auswahl der hier. So ist es in der Tat auch sehr gut, Oskar. Danke, Mann. Hast du etwas, was du bei Max besser fandest? Max hat mega Fleisch gehabt, das sage ich mal. Er hat 3 verschiedene Fleischsorten genommen, die gemixt. Oh. Und daraus dein eigenes Fleisch gewolft. Das war wirklich unschlagbar. Ja. Den hätte ich auch gern probiert. Mhm. Das Fleisch war besser als bei dir, Oskar. Das kann man nicht anders sagen. Dann sehen wir uns hier gleich nochmal zusammen, Oskar. Viel besser gleich als mit Jalapenos. Sowieso, Butter im Burger ist ja richtig präsent. Und du hast bei dem mega Fett gehalten, was du ja künstlich quasi erzeugt hast mit dem ganzen Speck. Der Käse ist nicht verkehrt. Finde ihn aber nicht perfekt. Er hat so eine gewisse salzige Note. Also er schmilzt, du hast dieses weiche, dieses Schmelzkäse-Charakter. Ich glaube, man hättest du jetzt 10 verschiedene von diesen Käsen probiert, hättest du die besser auch gewählt. Genau, das, diesen Part vom Burger machen habe ich noch nicht optimiert. Mhm. Das ist eine Reise, die man durchlebt. Das ist tatsächlich eine Reise. Ich gebe dir, das ist richtig geil beschrieben, dafür bin ich auch schon in meinem Film drin. Ich werde es euch gleich nochmal genau deutlich machen. Wir switchen ganz kurz zum Oskar nochmal rüber. Wie ist dein Feeling gerade, Oskar? Was denkst du? Ich darf jetzt auch essen. Ich denke, es geht in Richtung positiv, auch wenn du das Fleisch so ein bisschen kritisiert hast. Ich bin gerade in Gedanken. Du musst so sehen, Oskar. Ich habe so viele Burger gegessen, durch ganz Deutschland gefahren. Mhm. Die besten Tipps von euch aus der Community, da bin ich auch so dankbar für die Tipps, da haut sie rein, ich möchte noch mehr bessere Burger essen. In so vielen Städten gegessen, da ist dieser Burger wirklich, hat eine richtig, richtig gute Bewertung für mich. Also, oh, vielen Dank, Mann, ich fühle den auch gerade. Aber ich kann es nur eins sagen, die anderen Burger in seinem Buch auch so gut sind wie die hier, lohnt sich das safe zu kaufen. Danke, Mann. Ich muss in mich gehen, Oskar, ich muss in mich gehen. Brioche, wirklich gut. Vom Eigengeschmack ist auf jeden Fall noch was drauf zu packen, mein Brioche. Konsistenz, aber wirklich perfekt. Käse perfekt, schöne Kruste, Burgersauce, wirklich geil. Ich muss in mich gehen, Oskar. Überleg echt, welcher besser war. Weil ich kann es direkt nicht sagen. Ich kann jetzt nicht direkt sagen, welcher besser war. Scheiße, Mann. Du machst mich fertig, Oskar, Mann. Komm, jetzt mach's kurz und schmerzlos. Okay, mein Ranking hier einmal ganz kurz nochmal ganz schnell reinlenken. Ich würde sagen, ich nehme das ist fair. Du hast ein geniales Fleisch gewählt. Nussig, lieblich, buttrig irgendwo auch. Dann noch kombiniert mit dem Bun, was auch noch buttrig war. Und diese Weichkonsistenz. Wirklich geil. Minimaler Verbesserungsbedarf. Käse, wie gesagt. Hätte ich gesagt, hätte man besser nehmen können. Und wenn ich das jetzt mit den Burgern ganz oben vergleiche, weshalb du jetzt nicht Platz 1 bist, wir haben noch mehr Rösterungen und wir haben in sich im Bun haben wir noch mehr Geschmack. Da wäre noch Verbesserung. Ich gebe dir eine 8,1. 8,1 von 10 Punkten. Das ist in meinem Ranking wirklich. Und das kann ich wirklich sagen, das ist der beste Burger, den ich je von jemand zu Hause gegessen habe. Auch inklusive mir. Ich habe noch nie so einen guten Burger gemacht, bin ich ehrlich zu euch. Das ehrt mich. Du bist dann aktuell mit 8,1 auf Platz 8 im Deutschland-Ranking. Kannst direkt als YouTube-Banner bei dir einfügen, Mann. Danke dir, Max, fürs am Start. Ich denke mal, Max, brauche ich nicht sagen, den kennt jeder, aber gerne trotzdem unbedingt ein Abo da lassen bei Max, wer es noch nicht getan hat. Ich danke dir für die ganze Mühe. Und wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann nochmal Videos dann. Und vielleicht habe ich Oskar geschlagen, aber wir machen auf jeden Fall nochmal zusammen. Ich weiß es ja noch. Cool, Max, ich danke dir. Ja. Danke dir, Bro. Ich kann mich nicht entscheiden, Mann. Auch wenn es nur eine kleine Komponente ist, bei Max Burger hat der Käse für mich schon eingekackt. Er war deutlich besser bei dir. Bei ihm war aber das Fleisch deutlich besser. Oh, Mann. Ich würde jetzt sagen, die Soße war bei dir besser. Die Bewertung, die ich jetzt kriege, geht gedankentechnisch gegen meine Vorgaben eigentlich, wegen Qualität. Aber ich muss einfach auch fair sein und am Ende des Tages den Geschmack bewerten. Also am Ende des Tages zählt das Gesamtgebilde. Du beißt da rein, hast ein Gesamtkunstwerk oder auch eben nicht. Und ich gebe euch, und das wollte ich nicht, ich schwöre euch, das war nicht geplant, ich gebe dir eine gleiche Note wie Max.
Ich gebe dir eine 8,1. Es geht nicht. Es gibt keinen Gewinner. Es gibt, kann keinen Gewinner geben. Ich würde gerne. Es tut mir leid, ich kann keinen. Die waren beide heftig. Oh. Ich freue mich. Also, ich bin zufrieden. Er würde mich freuen, wenn ihr jetzt nochmal reinschreibt. 100 Fragen jetzt an euch in die Kommentare. Aber wenn ihr es reinschreibt, ob ihr Bock drauf habt, ob euch das Format gefallen hat, Oskar, ich danke dir fürs dabei sein. Danke. Gerne den Oskar auch abonnieren. Ich verlinke den Kanal. Ja, er macht geilen Food-Content, alles Mögliche, ne? Auch hier Schwangerschaft mit Frauen, dies und das, ne? Ja, Unterhaltung, Essen, Fitness, ja, und Family. Hier aber Schuss mit uns beiden. Ich danke dir fürs dabei sein. Danke dir.